dann wollte ich damit beginnen, dass eigentlich Autobiografien voraussetzen, dass man sich erinnert. Und ich möchte mal mit zwei, drei Erinnerungen beginnen, an die ich mich nicht erinnern kann. Ich drehe es mal um. Ich kann mich nicht erinnern, dass es seit Ende des Zweiten Weltkrieges eine so gefährliche Situation gegeben hat wie gegenwärtig und dass auf westlicher Seite keine Akteure sind, die fähig oder bereit wären, diese Lage wirklich zu entspannen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es in diesem Lande, auch als wir noch zwei waren, je eine solche Kriegsrhetorik gegeben hat, wie heute, und dass die Tagesordnung der bundesdeutschen Politik weitgehend von den Medien und von einem Botschafter, der Bandera-Verehrer ist, bestimmt wurde. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es in den zurückliegenden Jahren seit Ende des Zweiten Weltkrieges solche sozialen Verwerfungen gab und so wenig Glaube an eine Zukunft. Haben früher die Eltern gesagt, wir möchten es gerne, dass es unsere Kinder einmal besser haben, so ist inzwischen doch eine Situation eingetreten, dass oft die Leute nicht mehr wissen, wie sie von einem Tag zum anderen kommen können. Also das sind alles Dinge, die mir neu sind und an die ich mich, also die hat es nicht gegeben und daran wollte ich einfach zu Beginn erinnern. Erinnern kann ich mich aber besonders daran, dass ich als Achtjähriger noch vor Kriegsende, also noch bei den Nazis, ein Riesenplakat gesehen habe, auf dem ein Russe mit einem Messer im Mund als Untermensch dargestellt wurde. Ich sage es ganz offen, dieses Bild kommt mir in diesen Tagen, Wochen und Monaten nicht aus dem Sinn, wenn ich höre und sehe, welch ein Russenhass hierzulande verbreitet wird. Obwohl jeder Realist, jeder normale Mensch doch wissen müsste, dass ohne Russland kein Problem in Europa und auch in der Welt gelöst werden kann, dass es ohne Russland keinen Frieden geben wird. Und erinnern kann ich mich auch daran, dass es, solange es die Sowjetunion und mit ihr die DDR gab, Europa seit 1945 keine Kriege hatte und dass das sowjetische Erdgas zu allen Zeiten vertragsgemäß floss, unabhängig von der politischen Lage. Und ich behaupte hier und heute, nachdem ich vor einer Woche in Lubmin war, wo beide Erdgasleitungen einlaufen, ich behaupte hier und heute, dass diese geschäftliche Korrektheit das heutige Russland weiterführt. Wenn es Störungen gibt, liegen die nicht an der Vertragstreue Russlands, sondern an den Sanktionen, die gegen dieses Land aufgestellt worden sind. Applaus.